Dr. Skolik und Herr Preuß haben es gerade schon angedeutet, eine Familie ist ja auch ein sehr dynamisches Gebilde, da gibt es mitunter Zuwachs und einen solchen Zuwachs, über den freuen wir uns sehr. Sie steht schon hier, unsere neue Moderatorin, Andrea Lauterbach. Bitte. Dankeschön, Michael. Also stelle ich mich hierher. Also ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich auch sehr, dass ich wirklich hier sehr herzlich aufgenommen wurde in die Viren Bayern Familie. Also das ist wirklich ein wahnsinns tolles Team. Der Ruf ist Ihnen schon ein bisschen vorausgeeilt. Ich bin vom Haus, habe als Redakteurin, als Autorin für die Redaktion Medizin gearbeitet. War da auch vor der Kamera für den ARD-Ratgeber Gesundheit und man hat immer gesagt, dass wir in Bayern ein besonders nettes Team sind. Das ist tatsächlich damals schon angekommen und ich kann es nur bestätigen. Und ganz herzlich möchte ich auch dem Michael danken. Schade, dass Sabine nicht da ist. Also auch ein Dankeschön an Sie, auch Dominik Pöll, dass die mich wirklich herzlich ins Team aufnehmen. Und ich weiß, dass ich da... Ihr habt es jahrelang gemacht und das ist jetzt für mich... Ich darf mich hier quasi mit... aufschwingen auf eine wirklich erfolgreiche Sendung und ich weiß es sehr zu schätzen. Also danke dafür. Ich komme ursprünglich aus Franken, aus Treuchtlingen, Mittelfranken. Wenn ich möchte, kann man es ein bisschen durchhören, aber ich weiß nicht, ob das Fränkisch überall so beliebt ist. Doch, ist es. Allmächt. Also ich freue mich wirklich sehr auf das Format. Ich freue mich, Menschen kennenzulernen. Ich freue mich, emotionale, intime Gespräche zu führen. Ich freue mich, einzutauchen in das, was unsere Zuschauer bewegt, was Bayern bewegt. Ja, ich freue mich, kochen zu lernen. Das, was man so kann, mit Sicherheit kann ich, aber die Ideen, die unsere Köche mitbringen, also da kann man vieles umsetzen. Gestern habe ich erst Kartoffelpuffer gemacht, weil wir das vorher in der Sendung geprobt hatten. Also es sind so Kleinigkeiten, da kann man sich den einen oder anderen Handgriff abschauen. Und das ist also ein ganz schönes Thema immer, dazu die Beiträge, ja, viel in Bayern kennenzulernen, zu sehen. Und was gibt's noch? Was interessiert Sie? Ich möchte gern die Runde eröffnen für Ihre Fragen. Was gibt's, was Sie interessiert? Was kann ich Ihnen beantworten? Keiner traut sich. Was Wer ist der Erste? Herausforderung für Sie? Live. Live habe ich noch nie gemacht. Live hier zu stehen, wirklich ohne Netz und doppelten Boden durch diese Sendung zu führen, die ja doch 75 Minuten ist, auch nicht eben mal 10 Minuten. Das hat schon, ja, also das ist für mich die größte Herausforderung. Es können Versprecher passieren. Meine größte Sorge ist es, dass ich über irgendeine Stufe fall und es mich einfach auf die Nase legt. Auch das kann passieren, dass irgendwas nicht so klappt, wie man es geplant hat. Das kann passieren. Das wird passieren. Das wird passieren. Da habe ich richtig Bammel davor. ja, da muss ich damit umgehen und das für den Zuschauer... erlebbar machen, er erlebt es ja eh. Das wird für mich persönlich die größte Herausforderung, ja. Haben Sie denn Ihren ersten Einsatz? Gleich am Montag geht's los. Ja, ich habe die große Ehre, gleich mit der ersten Woche zu starten. 9. bis 13. Januar. Genau. Haben Sie sich da so ein bisschen aufgeteilt, wer was macht? Was ist Ihre Spezialität dann in der Sendung? Also eine Spezialität. Wo halten Sie sich am liebsten raus? Wo halte ich mich am liebsten raus? Auch das gibt's nicht. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich frage überall gern neugierig nach. Dazu habe ich ja unsere Experten, die viel erzählen können. Wo halte ich mich am liebsten raus? Nein. Da gibt's nichts. Da gibt's wirklich nichts. Ich bin überall neugierig und interessiert. Meine Spezialität? Kochen? Sag jetzt mal vielleicht... Kochen noch nicht, aber das wird es vielleicht irgendwann. Familienthemen, vielleicht auch Gespräche führen, neugierig machen auf Menschen, auf das, was sie bewegt. Gerne auch Gesundheitsthemen, da komme ich journalistisch her. Das interessiert mich persönlich auch immer sehr. Aber Sie werden jetzt nicht vorgeschubst, wenn es um Gesundheit geht? Nein. Jeder hat eine Woche. Und wir lassen uns überraschen, was die Redaktion für uns vorbereitet und welche Gäste sie dazu einladen.